Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Wir haben das letzte Mal das Sumpfgebiet betreten, nachdem wir Tantchen Edel verärgert haben, dass wir nicht einfach zu ihrer Seite gesprungen sind. Sie hat dabei zwei Leute getötet, einfach so. Verdächtig, würde ich mal behaupten. Verdächtig. Ansonsten haben wir hier Holzweide. Was auch immer das ist. Irgendwie Baumwesen. Bekämpft, die hier anscheinend den Ort bewacht haben. Da ist eine Holzspalte. Da ist ein Brief an Kaga. Und dann lesen wir doch mal diesen Brief an Kaga. Olodan hat von eurem Fortschritt berichtet. Ich bin froh, dass der Ritus der Dornen begonnen hat. Ich werde bald von Mantelwald nach Baldur's Tor aufbrechen. Solltet ihr weitere Hilfe von meinem Zirkel benötigen, solltet ihr jetzt fragen. Sobald der Smaragdhain abgeschieden ist, wird er zum Reich der Schattendruiden und ihr zu seiner ersten Druidin. In Faldons Erinnerung, Erzdruidin Aelis. Hochinteressant. Ach so, erstmal das. Wir wurden in unseren Träumen von einer mysteriösen Gestalt besucht, die uns sagte, dass unsere Elitenparasiten etwas Besonderes und eine Quelle von großem Potenzial seien. Eine zweite Notiz beweist, dass Kaga mit den Schattendruiden unter einer Decke steckt. Das würde auch erklären, warum sie die Tieflinge vertreiben will. Okay. Ich bin ja eigentlich nicht böse drum, wenn jemand hier dunkle Pläne hegt, aber ich möchte sie zu meinen Gunsten auslegen. Beim Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger zwei Blitzladungen. Wenn mit Blitzladung versehen, sind Angriffe auf Konstrukte aus Metall und Gegner mit Metallrüstung ein Vorteil. Mist. Den Blitzbogen habe ich weg, oder? Weil das war meine einzige Möglichkeit, gerade Blitzladungen zu bekommen. Wobei, irgendwelche Stiefel. Genau, du könntest theoretisch Blitzladungen bekommen. Tatsächlich ist es besser beim Nahkampfkämpfer, was ich habe. Ist alles nicht schlecht. Aber ich glaube, das am besten. Geschossfang, ja, das ist ganz nett, aber auch dann wieder... Ja, andererseits ist halt... Das macht dich halt tankier. Du hast kein Schild jetzt mehr. Ja, das ist, glaube ich, eher unnütz. Ja, ich glaube, so ist es besser. Okay, Kaga. Wollen wir dann mal zu Kaga schnell zurückspringen? Gab es hier eigentlich einen... Nein? Okay, dann... Aha. Schauen wir mal ganz kurz. Sehe ich hier... Oh, da ist ja noch eine Kiste. Na, die müssen wir natürlich auch holen. Moment. Wieder runter. Kommando zurück. Runter. Sind hier Fallen? Wahrnehmung sagt nein. Jetzt ein paar angreifende Fischmenschen wäre unangenehm. In Baldur's Gate 2 gab es nämlich Fischmenschen. Sanguin oder so hießen die, glaube ich. Oh. Underwhelming. So, da drüben sehen wir hier... Ah, ich sehe am Stein. Jawohl, da ist ein Wegpunkt. Da können wir dann gleich mal hin. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir theoretisch zu Kaga zurückspringen und auch wieder hier hin. Um hier weiter den Sumpf zu erkunden. Dann müssen wir keinen extra Weg gehen. Wobei extra Weg... Ich glaube, der Weg da außen rum ist jetzt deutlich länger, als wenn ich mich einfach teleportiert hätte und vom zerstörten Dorf ausgegangen wäre.
Ah, jetzt ist es so. Halt, da muss ich ja gar nicht springen. Noch nicht. Und hier noch rüber. Es ist ärgerlich, dass ich so zu wenig springen kann, muss ich zugeben. Softer than a whisper. So. Wollte gerade sagen. Karlach, du hättest ruhig auch was machen können. Also auch in die Ducke gehen. Ah. Moment. Schafe? Moment. Ist das normal für Schafe? I doubt it. Be careful. There are traps about. Noch schlimmer. Okay, ich wurde gesehen. Still alive. So, that's progress. Okay, die Schafe machen aber scheinbar nichts. Okay, dann können wir ja looten. Ja, dann heben wir uns das zu Karga zurückgehen auf. Wir können ja ein wenig looten und noch ein bisschen Sachen sammeln. Und dann haben wir noch mehr Items, die wir verkaufen können. Schafe. Amicus Anima. Amicus Anima. Sag ich dazu nur. Reden wir doch einfach mal mit den Schafen. Was gibt's denn hier zu tun? Was können uns die Schafe erzählen? The sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Den Blick singen. Mit Tieren umgehen. Probieren wir es. Jawohl. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. The murderous glare of a red cap, a fey creature known for its bloodlust, greets you. He seems unaware that his illusion has failed. Tief durchatmen und mäh sagen. Was? Karlach wurde dadurch inspiriert? Durch was? Was haben wir gemacht? Durchschaue die Illusion, die den Sumpf bedeckt. Ah ja. Scheinbar stört es die aber nicht. Okay. Wie wir sehen, dieser Ort ist gar nicht so nett, wie wir dachten. Okay, das Essen, was ich eingesammelt habe. Ich habe jetzt fast gedacht, dass das auch verdorben ist oder sowas. Das ist auch eine Illusion. Crazy. Mega crazy. Ich speichere mal lieber. Kann ich mit denen reden? That noise. Is the creature pretending to be a sheep? Du. Ich mach's mal zur Not, lade ich neu. Nosy, scum-sucking, lice-ridden little ballbag. Couch, or I bite's tongue, eat's tongue, delicious tongue. Schon gut, mein Freund, kein gut garstig zu werden. Oh, precious baby, loves to bleed you, yes. Turn your corpse into sponge, lots of holes, yes. Leave, now, or I fill you with holes and more. Okay. Nicht sehr nett, die Viecher. Nicht sehr nett. Eigentlich wollte ich ja bloß zum Wegpunkt, nicht wahr? Und da habe ich jetzt eine Illusion aufgedeckt. Ah, wir hatten doch auch so einen Rettungs- oder so einen Wurf, während wir den Sumpf betreuen. Schatz, entdeckt ihn. Nein. Ach, verflucht.
Wir hatten doch auch so einen Wurf, während wir den Sof anfangs betreten haben. Da hätten wir schon die Illusion aufdecken können wahrscheinlich. Aber diese Rotkappen scheinbar... Sehr gut. Das war ja unser Hauptzweck. Wir wollten ja hier ein Teehaus am Fluss. Mit denen müssen wir uns nochmal genauer unterhalten. Generell blutweise Stufe 4 Kreaturen. Okay. Machen wir noch. Aber erst wollen wir doch mal mit Karga reden. Was ist denn da los? Nein, da nicht hin. Was ist denn los? Karga! Vielleicht hat sie uns was zu ihrer Schattendruiden-Connection zu erzählen. Denn das wäre sehr, sehr interessant. Oh. Ich habe eine Vermutung. Ich erinnere mich noch. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch. Erinnert ihr euch vielleicht noch zufällig an die kleinen Ratten um sie herum? Die nicht sprechen wollten mit mir? Möglicherweise. Aber nur möglicherweise. Sind das vielleicht Druiden? Ihre Leibwächter oder so? Infiltratoren? Man darf sehr gespannt sein. Ich werde sie auf jeden Fall mal stellen und dann vielleicht ergibt sich dann die andere Quest mit Töde Karga von selbst. Wir dürfen gespannt sein, was sie dazu zu sagen hat. Also die Schattendruiden, das ist so eine Art, ja, radikaler Druiden, würde ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, ist da auch ein Schaf? Mal schauen, ob das mit dem ganzen Ritual dadurch erledigt wird. Wir stellen Karga und fragen sie einfach. Den Hinweis hatten wir aus ihrer Kiste, glaube ich. So, Karga. Ja, genau, da sind drei garstige Ratten. Nochmal speichern. Why are you here? I sent you to Zevlo. Ich kenne die Wahrheit. Ihr wollt den Hain für die Schattendruiden übernehmen. What? Ha! Meine Theorie war richtig. Ich möchte mitmachen bei den Schattendruiden. Of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh, shh. No need. It couldn't be helped. Korga, what is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Nehmt diesen Brief, Wrath. Wird alles erklären. In the cloak word. Korga, have you lost your mind? Halsin is weak, Wrath. But in the shadows, we are strong. We are safe. There is no other way. You and Halsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Ollerdon speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Korga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Ollerdon. Das ist Eliden? Kargas Verstand ergründen, überzeugen Natur. Ja, dann den Verstand ergründen. Ja, ist nicht leicht. Und versagt. Intelligenz, ich hasse Intelligenzwürfe. Get out of my mind. Ollerdon, strike! We take this grove for the shadows. Okay. Wir haben Verbündete.
Okay, wir haben einen zivilen, wir haben einen Krieg ausgelöst. So muss es sein. So ist es richtig. So, Take the Groove, Olodon, Kaga, Ren, Pinta. Schade, dass auch Loik, aber Loik ist, glaube ich, keine große Gefahr. Wir haben den Bürgerkrieg ausbrechen lassen. Los geht's! Time to move. Und? Just do it my way. Blood comes easy these days. So. Möge das Licht euch läutern. Na, schade, ich erwisch nicht alle. Das wäre geil. Geht es wirklich nicht? Ich kann wirklich nicht. Ah, der Zirkel ist zu klein. Ich könnte voll auf sie gehen. Moment, wer kommt wann dran? Sie kommt tatsächlich als nächstes dran. Dann Kaga. Oh, kann ich sie. Ah, sie steht im Weg, sonst könnte ich hier hingehen und sie ins Licht reinschubsen. So provoziere ich ihren Angriff. Na gut, das ist mir wert tatsächlich. Und zwei Nein! Ich habe tatsächlich durch so einen kleinen Schubser meine Konzentration verloren. Das ist ja unangenehm. Sehr gut, wichtig. Ja, ein Riesendachs. Metall erhitzen. Ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Sache. Raserei! Ja, erstmal hier auf dieses komische Wesen drauf. Einfach draufhauen. Nein, nicht die Druiden töten. Ich kann vielleicht noch irgendwas mit denen machen. Ja, den kann man töten. Feinde kann man töten. Die cheaten. Die verwandeln sich in komische Sachen. Ja, stimmt, den habe ich gerettet. Ah, der kann nix. So, du bist ein Bär geworden. Und du bist im Nachteil. Warum bist du im Nachteil? Wegen Metall erhitzen bist du im Nachteil. Das ist ja schlecht. Aber trotzdem, den zu treffen ist ziemlich gut. Habe ich irgendeinen besseren Angriff parat? Nee, man könnte das so erweitern bei ihr. Draufhauen. Try something else. Oh, das geht weg dadurch. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Ja, sehr gut. Olodan ist die angeschlagen ist. Andererseits ist das noch besser. Let's have a look. So, das mit dem Mondlicht können wir wiederholen. Und es war erfolgreich. Jetzt wird die zu einem Wolf. Einmal draufhauen. Und noch einmal draufhauen. Wobei, oh, jetzt will ich was probieren. Wütender Wurf. Dich? Auf dich. Ja! Mega! Ich habe einfach einen Gegner auf einen anderen Gegner geworfen. Und ordentlich Schaden dabei verursacht. Und durch den Lichtstrahl auch noch. Ah, das war cool. Du bist gelegen? Ah, das hätte man... Ja, der heilt sich wieder hoch. Der haut Hundi. Verwandelt sich natürlich auch wieder. Oh, oder wieder, ja genau. Ist ja davor schon ein Tier gewesen. Auf Kaga, ja klar. Klare Sache. Kaga, oder? 70? 85. 85 besser. Nochmal ganz normal zuschlagen, genau.
So, Wrath. Das machst du gut. Du kümmerst dich gut um den. Kaga, ja. Konzentrier dich auf sie. Sehr gut, sehr gut. Let's find some prey. Ja, schon wieder viele. They're dying for me. All of them. Ja, wir nutzen die Aktion, um Kaga zu verfolgen. Das Licht wird dich läutern. Jetzt wird hier wieder zum Hundi. Und verbraucht dadurch aber auch wunderbar die Aktionen. Jawohl, weggefressen. Warum schlägt er sich auf die Seite von Bösen? Ich soll das Licht verschwinden lassen, nicht, dass ihr da reinlauft. Hundi hauen. Nein! Halt! Hundi in Licht reinschubsen. Durch Licht schubsen. Ja! Mega durch Schubsen gewonnen. Na gut, das müssten wir jetzt auch finishen können. Die ist jetzt zu weit weg. Nee, passt. Das Licht war siegreich. Tja, Kaga. Der Rache der Brut. Wenn immer der Träger geheilt wird, wird seine Waffe mit Magie überzogen bewirkt. Oh, interessant. Gutes Item. Sonst hast du nur... Andererseits, wir sind ja hier in der Nähe von Möglichkeiten zu verkaufen. Kagas Schlüssel. Gut, das ist wahrscheinlich ihre Truhe. Essen und Essen. Wunderbar. Moment, hier wird ja überall rot angezeigt. Ich speichere mal lieber. Nicht, dass das als Verbrechen angesehen wird, aber... Wäre schon komisch, wenn ihr es mir als Verbrechen anseht. Und dann quatschen wir gleich mit ihm, um das Geschehene zu verarbeiten. Sehr gut. To think Koga had turned to the ways of shadow. Her corruption ran so deep. Yet for her to die like this, under the Tree Father's gaze, perhaps it is justice. If only justice soothed my heart. A grove drenched in blood is no sanctuary at all. Tja. Dann räumt mal auf. Silber, du jaulst. Leave. You are not wanted here. Was wieso? Oh, my savior. I will. Okay. Wir haben Kaga und ihr Schattendruiden getötet. Zevlo wird froh sein, wenn er davon erfährt. Kaga starb, bevor die Tieflinge aus dem Hain vertrieben wurden. Dann... Haben wir das Tieflingsproblem damit gelöst? Kann das sein? Ist doch super. Wie sieht's mit dem Ritual draußen aus? Die chillen, machen kein Ritual mehr. To think we almost finished the ritual. I felt honored when I was chosen to participate. Oh, I feel guilty. I didn't object. Okay, die haben jetzt alle Gewissensbisse. Tut mir leid, so ist es eben. Na gut. Hätten die Schattendruiden mir angeboten, sich ihnen anzuschließen, hätten wir darüber reden können. Aber die haben mich ja nicht mal in Betracht gezogen. Selbst schuld. Ist wie ein Arbeitgeber, der für eine Beförderung jemanden ausschlägt. Dann... Sucht halt der Beförderte sich eine andere Anstellung an. Aus. Ja. Wenn er gute Leistung bringt. Muss ich zugeben, habe ich jetzt so nicht ganz erwartet, das Ergebnis. Aber dadurch werden einige Quests erfüllt. Und vielleicht kriegen wir dadurch ein paar Belohnungen. Zephyr wird froh sein.
So, Zevlo, du darfst da bleiben. Ob das ein Segen für dich ist, eine andere Frage. I'm told the druids have stopped their damn chanting. What happened? Kaga ist tot. Truly? I'm sorry it had to come to this. But she left us with no choice. Das war nicht wegen euch. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us. And I'm afraid I have more yet to ask. Was auch immer es ist, kein Interesse. Ah, Questgeber kann ich nie nein sagen. Sagt mir, was ihr braucht, besonders wenn sie mich belohnen, dann bin ich offen. You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Das ist sehr interessant. Erst wollen sie, dass ich die Druiden töte, dann die Goblins. Können die Tieflinge vielleicht doch die wahren Bösen sein? Das ist meine Wahl. Kommt drauf an, bezahlt ihr mich? I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Na, dann seht zu, dass es genug ist und ich kümmere mich drum. Of course. Everything we have. Anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. Sehr gut. Was haben wir bekommen? Commander. Just Zevlor, Tilly. Stolz des Höllenreiters. With respect. Helmsschutz, wenn du eine andere Kreatur heilst, zur Resistenz gegen Wuchtstich. Auch nicht schlecht. Das ist halt auch ein guter Gegenstand. Das sind halt alles so gleichmäßig simple oder einfache gute Gegenstände. Das sind keine spezialen, tollen Gegenstände, wo ich gleich sagen kann, boah, mega, den will ich unbedingt haben, aber es sind halt alles so ja, ganz nett. Okay. Weg mit den abgeschlossenen. Damit haben wir schon einiges geschafft. Gut, die Goblins. Den anderen Druiden suchen, stellen Nachforschung zu Kaga an. Moment. Warum ist das noch... Das hat sich doch dann auch erledigt eigentlich. Ah, das ist noch ein Bug wahrscheinlich. Quest-Bug. Gut, dann ist es zwar ein relativ kurzer Part im Vergleich zu den bisherigen anderen, aber wir haben einiges geschafft, würde ich sagen. Wir haben eine Illusion im Sumpf aufgelöst und wir haben... die Illusion von Kaga aufgelöst. Zusammen mit ihrem Leben. Sehr gut. Dann werden wir das nächste Mal wieder in den Sumpf zurückgehen und vielleicht Tantchen Ethel einen Besuch abstatten. We will see. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.